We did a series of events called Understanding Afghanistan, where we actually had a conference here in Berlin, as well as in Sofia, in partnership with NATO, where we were really trying to look at the complex identity of Afghanistan, a country whose destiny has in many ways been shaped by other countries for so long. And I think now we really have the exciting chance to see Afghanistan coming forward, being led by Afghanis. So it's a fascinating time to discuss also Afghanistan, and I really look forward to this presentation. The speaker who I'm talking about is, of course, Mr. Ahmet Najib, who is the Deputy Chief of Mission for the Embassy of Afghanistan here in Germany. He knows Germany very well. He actually will deliver, therefore, his lecture in German, but he's brought a colleague who will translate it into English. So, therefore, it's a great honor for me to introduce Mr. Najib. The lecture topic that he will be discussing is, in many ways, the nation brand of Afghanistan, so that we can also better understand not only the presentation and the perception of Afghanistan, but also the reality. So, ladies and gentlemen, I would ask you to join me in giving a very, very warm welcome for Mr. Ahmet Najib. Thank you. Schönen guten Morgen, meine Damen. Das ist der 8. März. Ich möchte Ihnen erst einmal gratulieren zu Ihrem feierlichen Tag heute. Ich bin eben gerade von der Botschaft gekommen. Wir haben mit unseren Kollegen diesen Tag gefeiert. Welcome everybody. And I would like to a special thanks to the women because of the 8th of the March, which is the day for the women, and we just celebrated this day in the Embassy of Afghanistan. So, und dann möchte ich gerne gleich den Rest der Gäste auch herzlichen Dank sagen und begrüßen. Ich möchte gerne erstmal Dankeschön an Herrn Donfeld sagen, der Direktor des ICD, dass er diese Veranstaltung nicht heute, nicht gestern, seit Jahren macht das. In allen Bereichen auch einen großen Dank anzusagen. Thank you everybody for this presentation and special thanks to the president of ICD, Mr. Donfeld. Besonders möchte ich mich bedanken bei ihm, dass er die junge Generation, dass er Zukunft unserer Welt ist, dass er immer mit einbezieht in alle Bereichen, Konferenzen, um welches Thema ist das, ob Sicherheitslage ist, ob die politische Lage ist, ob die Wirtschaft ist oder Bildung. It's wisely to name that the ICD did a significant job for in the field of education, economic and security and especially to improve young generation. Wenn man über Wirtschaft spricht, glaube ich, ohne Wirtschaft, ohne Bildung, ohne Sicherheit kann man auf der Welt gar nicht leben. Wirtschaft gehört einer der wichtigsten Ressourcen, was die Menschheit auf der Welt überhaupt braucht. Ja, also hier ist es ist very important to talk about to have such kind of conferences about economy, which plays an important role for education, security and all the field of. Und kann auch zu den politischen Bewegungen großen Beitrag leisten. Ja, yeah, which plays a significant role to stabilizing the political the politic politic in all this field. Wenn man zu Thema Afghanistan über Wirtschaft spricht, ich glaube, da muss man ein bisschen die Vergangenheit auch mitbeziehen. Das kann man nicht mit heutigen Tag anderen Industriestaaten vergleichen. In regards to Afghanistan, if we talk in economy, we have to take into consideration the past three decades. Wenn ich über Thema Afghanistan sprechen würde, das ist 34 Jahre vergangen, die ganze Geschichte kennen Sie. Da wird einige Zeit nehmen, aber möchte ich gerne nur einige Punkte rausnehmen. So, if we talk about the past three decades in Afghanistan and combine this to economic basis, which takes much time, but I want to just short my presentation and overview of this topic. Ich möchte gerne vor 92 gar nicht was sagen, weil das wissen wir alle und einigen haben wir vielleicht auch vergessen. Aber von 92 bis 96, wie die Befreiung Afghanistan von der kommunistischen Regime war, da gab es einige Schwierigkeiten. So,
I won't talk about the past from 1985 to 1992. There was communist regime, but Sie haben gesehen, wie die internationale Gemeinschaft, der afghanische Volk, mit allen Mitteln, was sie gehabt haben, sowohl finanziell, moralisch, aber auch politisch, aber auch finanziell für die Waffen, gegen die kommunistische Regime unterstützt haben. Und wir haben den Sieg gehabt, 92, die Kommunisten haben wir beseitigt. Dank der Einsatz der afghanische Volk, auch dass es 2 Millionen afghanische Volk das Leben gekostet hat, gibt es keine Ost und West in Deutschland. Also die Kommunisten nicht alleine nur in Afghanistan beseitigt wurden und es gibt nicht mehr der Starke, wie sie waren, sondern auf der Welt auch. The only important point I want to present you that the international community played a significant role to overcome of the communist regime in Afghanistan. Which makes difference, which made difference between East and West. Wir haben zwei Probleme gehabt. Einmal innerhalb der afghanischen Gruppierung in Afghanistan, dass wir wiederum die Afghanen gescheitert haben. Aber die zweite gravierende Fehler war, dass die internationale Gemeinschaft Afghanistan hat vergessen gehabt. After this collapse of communism in Afghanistan, Afghanistan people suffered under different problems. First of all, they were fighting with each other. And the second most important problem was that international community did not help us, which was not expected. Dass er so weit war, dass er 96, wie Sie alle mitbekommen haben, von Berichten, von Fernsehen und Rundfunk, dass es eben die Taliban-Bewegung war. Und Taliban haben sie so weit geschafft, dass sie Kabul 1996 erobert haben. Ja, yeah, and after that we had another big problem that Taliban came and there we had Afghan people were suffering and the international community were not able to overcome this problem. Und die Bewegung Taliban ist von 96 bis 2001 in Afghanistan geblieben, ein Teil Afghanistan, nicht gesamt Afghanistan, ein Teil Afghanistan. Namely they had they were controlling, ruling the most important part of Afghanistan, more than half of Afghanistan, and they were from 1996 to 2001. Wir haben alles gesehen und Berichte gesehen und auch gelesen, dass die Taliban in Afghanistan viele Grausamkeiten gemacht haben. Also ich brauche einen Detail gar nicht erzählen, ich glaube, das ist bekannt. Everyone knows, as you have seen already, probably in the media, that they were rolling Afghanistan on their way. They were not considering democracy and human rights and all important aspects, which was for community. Ich möchte gerne doch zwei Termine nennen, dass er mir wichtig ist. Einmal den 9. September 2001, dass er ein afghanischer Kommandant, der berühmte Persönlichkeit Afghanistan Ahmad Shah Massoud, durch den ersten Terror in Afghanistan, als es stattgefunden hat, ums Leben gekommen ist. Und das zweite, Grausamkeit, was die Terroristen gemacht haben, der 11. September war das, 2001. Ja, yeah, after that, the two important days to name here in this presentation, which was the terroristic attack on Ahmad Shah Massoud, who has played an important role to fight against Taliban and collapse the regime of Taliban, and the attack of the September on USA. Nachdem beide Ereignisse hat sich internationale Gemeinschaft geeinigt, um afghanische Volk und Afghanistan zu helfen. Ich glaube, war das nicht nur allein Interesse für die afghanische Volk, sondern eigene Interesse international, um Sicherheit dort vor Ort zu halten, wo es war, die Unruhen, und nicht weiterhin die 2. 11. September stattfindet.
After the 11th of September, the international community was convinced finally to help us and to collapse Taliban and to work on infrastructure bases in Afghanistan. I would say this was not only our interests and our needs, it was an interest of international community and it was the proper time to take an action. Ich möchte gerne einen großen Dank an die internationale Gemeinschaft sagen, dass er seit 2001 für Afghanistan sich personell, materiell, politisch für Afghanistan einsetzt. I would like to express my special thanks to international community who were finally convinced to help us in security, in politics, economics and our other important fields. Ich glaube, können Sie sich noch erinnern, da gab es mehrere Konferenzen über Afghanistan, aber drei gravierende, was für uns wichtig ist, für Afghanistan, für afghanische Volk und auch für die Demokratisierungsbewegung in Afghanistan. Das war am Dezember 2001 in Petersberg. So we had in the last 10 years a lot of conferences about Afghanistan, but one important is the conference in Petersberg, which played a significant role in Afghanistans future. Ich war selbst persönlich bei alle drei Konferenzen dabei, sowohl 2001, aber auch letztes Jahr, das stattgefunden hat, die dritte. I was there in all these three conferences, 2001 and last year and the previous one. Ich glaube, dass danach ist ein vernünftiges Fundament gelegt worden. Kann man über Wirtschaft, kann man über neue Anfang, über überhaupt einen demokratischen, zivile Gesellschaftsaufbau sprechen. Now it's time to talk much more about economic basis and economic development in Afghanistan, not political development. Weil wir erst nach 34 Jahren wieder eine Verfassung haben, wo nicht 100% zufasst, aber wenigstens der Verfassung, wo sich viele Afghaninnen und Afghanen dran halten, auch internationale Gemeinschaft. It's wisely to name that we have a rule of law in Afghanistan, and that's the time and to work on economic basis and other important fields. Sie haben bestimmt auch viele Bilder und Informationen gesehen, Nachrichten im Fernsehen und gelesen und gehört im Radio, dass Afghanistan schlimmer war das als Berlin, wenn man die Berliner Seit nach dem Krieg die Bilder gesehen hat, Afghanistan war noch schlimmer. Und das muss erstmal das Land aufgebaut werden, das muss erstmal das strukturiert aufgebaut werden. Ich kann viele Kritik von der internationalen Gemeinschaft verstehen, das auf unsere Regierung ist und auf unser Volk, aber man muss auch sehen, von was wir in den letzten 11 Jahren gemacht haben. Was haben wir gehabt in Afghanistan, wo sind wir heute? As you can see, the critics of international community on Afghan government, and I have to they have to consider the time where we had nothing, and the cities, mega cities in Afghanistan were completely destroyed, like Berlin, like Second War, and that makes sense that we have done a significant job in the last 10 years. Aber trotz allem sage ich nochmal ein Dankeschön an die internationale Gemeinschaft, besonders für diejenigen Familien, die ihre Angehörigen in Afghanistan verloren haben. Sowohl Deutschen, aber auch andere ausländischen Soldatinnen und Soldaten. Da sage ich mein herzliches Beileid und wir haben Mitgefühl mit den Personen. So, you have my deep condolences in foreign countries. That they have sent their soldiers to Afghanistan, and that was that's something to thank you very much. Wir haben aber die letzten 11 Jahre in Afghanistan vieles auch geschaffen. Zweimal Parlamentwahlen stattgefunden hat, zweimal Präsidentenwahl stattgefunden hat.
we have done lots of things in the previous 10 years, and for example, we had twice election and also parliamentary election, presidential election, and that was not that easy. Die dritte kommt jetzt nächstes Jahr im April. And the next presidential election would be next year, and that's also a big challenge. Die anderen sind leider nicht so gut gelaufen, weil die Situation hat nicht zugegeben. Aber wir hoffen, dass er die nächstes Jahr, 2014, diese Wahlen stattfindet, dass er sauber ist, dass er alles zur Verfügung stehende Daten sind, dass sie wirklich sehen können, wer der Sieger für die Wahlen ist und das Land für die Verantwortung übernehmen kann. As you know, according to the situation we had and the problems we had on the infrastructure and democracy and everything, security, we did not have good elections in the past, but we hope and work on a new move and a clean democratic election for the next year. Da kriegen wir auch Unterstützung von der internationalen Gemeinschaft. Yeah, that would be not possible without contribution of international community. Ich möchte gerne einige gravierende Punkte sagen, was es die letzten 11 Jahre gemacht worden ist, dass man die Wirtschaft aufbauen kann. So I want to point on some important aspects which helps to develop the economic situation in Afghanistan. Erstens haben wir die Sicherheit so weit wie möglich ist sichergestellt, also Polizeiausbildung, nationale Armee. Das Security and we cannot be have we cannot have a stable security without education and military basis. Reicht nicht aus, aber wir hoffen, dass wir bis dahin auch die ganze Sicherheit selber in Verantwortung zu bekommen. Till now there's problems, but we work on it to overcome. Wir haben eine stabile Währung, was ja nie in Afghanistan gegeben hat. A strong currency in Afghanistan. Im Bereich der Bildung hat vieles getan worden. And we have done, we, the Afghan government and the international community in education field. Ich möchte gerne zwei Zahlen nennen. Bei 28 Millionen Einwohnern Afghanistan gehen zurzeit 8,5 Millionen Mädchen und Jungs zur Schule, dank ihrer Unterstützung. So I would like to give you an example. For example, from 28 million people of Afghanistan, 9 million young generation started to go to schools and universities, which is which was impossible without contribution of international community. Wir haben Afghanistan weit 71 Universitäten und Fakultäten. And namely we have 71 universities and institutes in Afghanistan in the last 10 years. Dieses Jahr hat sich 140.000 Frauen und junge Männer für die Studium einbeworben. Wir können leider nur 30.000 aufnehmen. But we have still problems and capacity. For example, in this year, 140,000 young generation were applied for universities for higher education, but we had the capacity of only 30,000. In Pressefreiheit hat sich vieles gegeben, Gott sei Dank. We had lots of work in culture basis and democracy. Frauenbewegung, Frauenrecht hat sich vieles verbessert in Afghanistan. Wir haben Abgeordnete, wir haben Minister, wir haben Diplomaten, wir haben im Bereich der Bildung viele angestellte Frauen. So we have done a good job to give the chance for the women in Afghanistan and to give them the right and to make them possible to have to play a big role in future of Afghanistan. For example, we have several ministers who are women and some other big institution they were ruled by women. Im Bereich der Wirtschaft, Infrastruktur hat sich vieles geändert, so
verbessert hat. Solange dann man Infrastruktur nicht so weit hat, kann man auch nicht in Investoren anbewerben. So in the economic basis we worked a lot, but we had some problem on infrastructure, and without good infrastructure and economic basis we can motivate the investors to invest in Afghanistan. Wie Sie wissen, Afghanistan ist reich mit Kultur und mit Bodenschätze. As you know, we have lots of oil, gas and other huge resources in Afghanistan, which make us economic very strong. Die seltene Erde, was in Afghanistan ist, das er uns gut gegeben hat, für uns alle, nicht für uns Afghanistan, sondern bei uns im Territorium, es gehört uns alle. Wir müssen zusehen, dass er sauber und ordentlich ausfordern, wo wir alle davon nutzen können, weil das Zukunft ist für die Energie. Wir haben Erdgas, wir haben Erdöl, wir haben Edelsteine, wir haben Gold, wir haben alles. Und besonders bin ich stolz, als Vertreter Afghanistan zu sagen, wir haben nette Menschen in Afghanistan. So as I said, we had good resources, as I named, and we need to work on that, and we have to have good investors and a good infrastructure to work on it and develop this economic basis. Vielleicht haben Sie auch gehört, dass die afghanische Regierung mit alle Staatengemeinschaft so weit wie es möglich war, haben wir Verträge abgeschlossen. Langjährige Verträge, Zusammenarbeit, wirtschaftliche Zusammenarbeit, technische Zusammenarbeit im Bereich der Bildung. Wir sind darüber stolz, mit Amerika, Deutschland, Norwegen, Frankreich, England, einige Staaten haben wir schon Verträge abgeschlossen. Die Verträge hat für uns zwei Bedeutungen. Einmal, dass das afghanische Volk die Hoffnung hat, dass nie wieder von der internationalen Gemeinschaft vergessen wird. Die zweite ist das, dass unsere Nachbarstaaten wissen, wir haben Verbündete. Die Verbündete, dass sie uns helfen wollen, Afghanistan nach vorne zu bringen. As you know, we have contracts, strategic and political contracts with the countries like USA and some countries in Europe, especially Germany. And that will convince us that we will not go to the time of Taliban or after 1992, the problem we had, and there was no international community help. And the second point is that this makes us stronger against the problems we had with our neighbors, especially Pakistan. Dann möchte ich gerne am Ende noch erwähnen, dass für die ganze gesamte Abbau neuen wirtschaftlichen System aufzubauen, braucht man auch moderne Technik. Ist schon, Gott sei Dank, Afghanistan so weit jetzt, dass wir sowohl die afghanischen Investoren in Afghanistan haben, aber auch internationale, von internationalen Bereichen, dass sie in Afghanistan investieren. Dieses Jahr wird das, die nächste Zeit, ich weiß nicht wann, vielleicht in 2 Monaten oder 3 Monaten, eine internationale Wirtschaftskonferenz für Afghanistan geben, wo die ganzen Investoren da werden eingeladen. Und im Bereich der Bodenschätze, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, einige Verträge sind abgeschlossen. Mit China haben wir im Bereich der Kupfer abgeschlossen, genauso wie Erdöl und Erdgas. Mit Gold haben wir schon abgeschlossen, da auch Verträge und einige andere Interessente. Gibt es das Gesamtverträge, was die letzten 10 Jahre abgeschlossen worden ist, fast über 200 Verträge abgeschlossen worden. Und gibt es auch viele Bewerber noch, dass sie sich um neue Projekte bewerben. So we have to find export works and investment in the field of to use these resources which I named exist in Afghanistan, which makes us a strong economic country, and we are working on that. And for example, we have some contracts with China and some other countries, but without modern technique and investment of international community and international investors, we were not able to use sufficiently our resources. Ich habe von dem Transportweg gesprochen. Der Krieg ist in Afghanistan vieles zerstört worden. Aber gibt es Gott sei Dank jetzt mit unserem Nachbarn sowohl Tadschikistan, Usbekistan, Iran,
Pakistan absprach, dass man eine Eisenbahnlinie, die alte Seitenstraße, was ganz bekannt ist, in Zentralasien wird das auf Eisenbahnlinie umgebaut. Einige Kilometer sind gebaut worden, das reicht aber nicht aus, aber wird immer noch leider von den terroristischen Anschlägen, Rückschläge für uns gibt das. Und da muss man versuchen, sowohl von afghanischer Sicherheitsbehörde, aber auch internationale Gemeinschaft mit dabei zu unterstützen, dass wir die Reste terroristischer Gruppierung auch so weit besiegen können, dass wir nicht in Afghanistan alleine unsere Sicherheit haben, sondern in der Rest der Welt auch. Und den Weg für einen vernünftigen Aufbau der Wirtschaft in Afghanistan vorzubereiten. So, in order to make use of our resources, export ways are very important, and we are working on that with our neighbor countries to have a good infrastructure, railway infrastructure between Afghanistan and our neighbors, and we are working on that, and we hope we will find some investors and support. Ich möchte mich nochmal bei meiner kurzen Darstellung, ich kann stundenlang über mein Land reden, mit allen Bereichen, was ich vorhin auch Herr Dunford gesagt hat. Ich bin seit 1985 tätig für Afghanistan und seit 1994 bin ich Diplomat. Und ich schätze mein Land und ich kann Ihnen stundenlang über Afghanistan erzählen, aber ich möchte gerne das hier beenden. Ich sage nochmal einen ganz großen Dank an ihn, dass er seine Verdienste, dass er uns gesammelt hat hier, dass er nicht heute, sondern auch in Vergangenheit. Er hat einen Ruf in Deutschland, einen guten Ruf. Ich mag ihn selbst persönlich. Und ich habe mir wirklich auch die Zeit genommen heute, trotz dass es knappe Zeit war, dass wir seine Einladung wahrnehmen. Besonders möchte ich gerne die Damen heute nochmal zu dem 8. März nochmal beglückwünschen. Feiern Sie schön. Und wenn Sie Fragen haben, würde ich gerne auch Fragen beantworten. Vielen Dank nochmal. Especially me the chance to present here my points, and I'm working and know this guy from 1995 here. So there's lots of things to discuss about Afghanistan, but time is very short, and now the discussion is open. You can ask me any question. Okay, so thank you again, Mr. Najib, for the excellent presentation. Unfortunately, we're running about 10 minutes over time, but I do want to allow for at least one or two questions. I know we have some Afghani participants as well. So if you promise to be focused and concise with the questions, we can take at least one or two and then have some responses from Mr. Najib. So please raise your hand if you'd like to pose a question or make a comment. Mm-hmm. Okay, maybe you can take that mic. Introduce yourself. Hello, my name is Rahma. I am a master student of ICD here in Berlin. Thank you very much for the very interesting topic of national branding in Afghanistan. I was really looking forward to hear from you. But I have a question. What type of image have you created for Afghanistan to other countries in the world? Mm-hmm. Thank you. Soll ich gleich beantworten oder gibt es noch dazu? Kann ich mal zusammenfassen? Vielleicht gibt es noch Handeln? Is there any question? Nee, anderen vielleicht. Das habe ich verstanden. Bitte. Salam from Lebanon. I wanted to ask that what the. Okay, Salam from Lebanon. I wanted to ask what the Afghanistanian government want resource in order to fight the opposition's movements like Taliban. What the resource needed? Yes, hello. I would like to ask the question regarding the challenges in centralization of power. And yes, and what do you think is the main challenges? Could you repeat your question? Yeah, the main challenges of centralization of power. Okay. Ich habe eigentlich ein gutes Bild von Afghanistan, was er international gemacht hat. Afghanistan eins bewegt hat, wo früher auf der Welt die Einigkeit in dem Sinne, gegen eine Richtung zu gehen, Terrorismus, waren sie nicht einig, hat dort eine Partei genommen. Wenn sie Muslime waren, die anderen waren dagegen, wenn die anderen waren, die Muslime waren dagegen, die muslimischen Staaten. Aber wir haben gesehen, wir haben einen Feind auf der Welt, neben anderen, was der Natur ist und alles, einen Feind, das ist Terrorismus.
Und da, Gott sei Dank, die ganze Welt ist einig. The question about the image of Afghanistan. What kind of image we produced for the international community was Afghanistan was a chance or was a point or critical point that made clear to all international community and countries that we have all together one problem, which are terrorism. It's not about Islam or Christian or something else, but it's only about terrorism, which is not part of Islam. And before that, there was a controversy about this phenomena between Islamic countries and other countries. Und ich würde mich freuen, ich gehöre auch dazu, dass man sowas unterstützen soll, die Terroristen nicht mit der Glauben verbinden. Terrorist ist Terrorist, ist egal wer das ist. Wir sollen nicht mit der Glauben verbinden. And so wisely, terrorist had nothing to do with our religious and with Islam. They are only terrorism and they are fighting against everyone. Was braucht die afghanische Regierung, um die seine Gegner zu bekämpfen? Natürlich politische Unterstützung, Anerkennung der nationalen Einheit Afghanistan. Das ist wichtig. And Afghanistan, Afghan government is the are on the first line to fight against this phenomena, and we need and expect support. That was the main image. Ganz kurz, da kommt mein Satz, das ist der letzte Satz. Ich glaube, dann bestens wäre das, dass wir mit afghanischem Volk und afghanischer Regierung ein bisschen Geduld haben. Wir können nicht in einer Nacht Demokrat werden und in einer Nacht Kommunist sein und in einer Nacht Terrorist sein. Also das muss man mit uns ein bisschen Geduld haben. Afghanistan bewegt sich auf einem guten Weg mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Meine Seite ist zu Ende. Bedanke mich nochmal herzlich. Trotzdem gibt es vielleicht Kaffeepause. Wenn Sie Fragen haben, würde ich auch gerne beantworten. Vielen Dank nochmal. Danke an ihm auch.